Im 18. Jahrhundert hatte die britische Krone ein Problem. Und zwar eine ganze Menge davon. Und Jeremy Bentham, Philosoph und Urvater des Utilitarismus, machte es sich zur Aufgabe, dieses Problem zu lösen. Sein Ergebnis? Eine neue Art Gefängnis, das Panoptikum. Aber fangen wir vorne an. Wie denkt ihr, sahen die Gefängnisse im 18. Jahrhundert aus? Nun, als erstes denkt man an dunkle Zellen tief unter der Erde, gespickt mit dicken Wänden und noch dickeren Türen. Und auch wenn es meistens dann doch nicht so schlimm war, die Gefangenen wurden damals in die letzten Ecken von irgendwelchen Kerkern weggesperrt. Vielleicht seht ihr hier schon das Problem. Denn wenn man Gefangene irgendwohin wegsperrt, wo sie möglichst unsichtbar und versteckt sein sollen, dann ist es so gut wie unmöglich, sie wirklich zu überwachen. Das bedeutet, dass die Gefangenen hier eine gewisse Privatsphäre vor den Wächtern haben. Sie können untereinander kommunizieren und Ausbrüche planen. Jeremy Bentham wollte das Problem an der Wurzel packen. Was, wenn man versuchen würde, die Gefangenen nicht möglichst unsichtbar, sondern möglichst sichtbar zu machen, sprich, sie ständig zu überwachen? Jetzt fragt ihr euch bestimmt, bräuchte man dazu nicht tausende Wachen, die die Gefangenen rund um die Uhr beobachten? Nicht, wenn man clever ist. Denn die Gefangenen müssen in Benthams Idee gar nicht rund um die Uhr beobachtet werden. Es reicht, dass es rund um die Uhr die Möglichkeit gibt, dass sie überwacht werden. Jetzt sind wir auch schon wieder bei der Idee des Panoptikums. Ein Panoptikum ist, simpel gesagt, ein Gebäude, in dem einige wenige Menschen eine Menschengruppe überwachen können, ohne selbst gesehen zu werden. Das bedeutet im Beispiel des Gefängnisses, ein paar Wächter können unbeobachtet eine riesige Gruppe an Gefangenen überwachen. Die Wächter müssen ja nicht einmal alle Insassen gleichzeitig beobachten. Es reicht, wenn die Gefangenen nicht wissen, wer gerade überwacht wird. Weil das bedeutet, dass potenziell auch sie gerade in der Aufmerksamkeit der Wächter sein könnten. Im Überwachungsdruck müssen die Insassen regelkonform sein, weil sie immer davon ausgehen müssen, überwacht zu werden. Das ist sie auch schon, die Grundidee des Panoptikums. Für uns klingt das vielleicht banal, aber damals war es ein bahnbrechender Vorschlag. Heutzutage wird das Panoptikum vor allem im negativen Kontext erwähnt, etwa als Symbol für totale Überwachung. Aber was es damit auf sich hat, kann ich vielleicht mal in einem anderen Video erklären.